Morgen. Oh, ich schlafe hier drin viel zu gut. Das Wetter scheint vielversprechend zu werden. Heute gibt es wieder eine kleine Trainingstour für meine 100 Kilometer. Jetzt muss ich aber erst einmal aufstehen können. Lasst uns doch mal einen Blick nach draußen riskieren. So, ich habe mir da so eine Matte vorgelegt. Damit es vorne nicht ganz so schwitzt. Die Scheibe. Oh ja, schön. Nach meiner Nebelwanderung das letzte Mal könnte es heute sehr viel besser werden. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und während der Kaffee aufbrüht, oh, herrlich, der ist duftet, werde ich noch ein bisschen die Aussicht genießen. Ja gut, also jetzt einmal ganz offiziell herzlich willkommen zum nächsten Video von mir. Es wird wieder relativ wenig Gelaber geben, obwohl diesmal ein Weg dabei ist. Also ich bin jetzt in der Gegend von Thalmessing im Fränkischen und da gibt es insgesamt drei, ja, ich sage mal historische Wanderwege. Ich weiß nicht, wie die laufen. Ich werde jetzt einmal grobe Richtung Thalmessing gehen. Ich habe hier schon gestern ein bisschen Infos gesammelt. Ich habe noch einen Troffer, der hat mir ein bisschen was erklärt. Da gibt es hier ums Eck ein paar nachgebaute Grabhügel und die Göllersreuther Blarre, wie die Leute hier heroben sagen. Es ist eine kleine Hügelkuppe, die anscheinend schon in der Bronzezeit befestigt gewesen sein soll. Dann wird es gemütlich in einen Ort gehen, nach Thalmessing eben runter. Da werde ich dann schauen, da soll es ein Museum geben. Ich hoffe, es ist halt offen. Infomaterial etc. Aber wie gesagt, das Museum ist heute nicht auf meiner Agenda, wahrscheinlich morgen. Ich habe ein paar Tage Zeit. Heute soll es wieder mal nur um Kilometerschrubben gehen. Aber wie gesagt, auf meiner letzten Tour habt ihr es ja gesehen. Es kann einen immer was überraschen und wenn es Geschichte ist, ist es natürlich umso schöner. So, ich habe da schon ein bisschen was hergerichtet. Aber erst gibt es mein ganz persönliches Lebenselixier. Jawohl. Oh. Freunde, ich sag's, dieser Duft, wenn der so durchs Auto zieht, unschlagbar. Ja, was soll ich sagen, vielleicht interessiert sich ja da der ein oder andere für sogenanntes Vanliving. Das Leben im Camper. Ich lebe jetzt zwar nicht ständig drin, aber zur Zeit muss ich sagen, habe ich sehr viel Zeit. Die gönne ich mir und da möchte ich diverse Touren unternehmen. Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man mal für ein, zwei Wochen hier im Auto lebt. Wer sich für sowas interessieren sollte, ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich könnte eine Roomtour machen. Gut, das Auto ist jetzt kein besonderes. Aber es hat ein normaler Kastenwagen mit allem drum und dran, was man so braucht oder meint, dass man braucht. Und ja, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist schon geil mit so einem Auto, ja. Man kann zwar jetzt rein theoretisch überall stehen, gut, man sollte schon ein bisschen aufpassen, Privatbesitz, und es gibt auch gute, sehr schöne offizielle Stellplätze. Aber es ist schon herrlich, beim Frühstück solche Aussichten zu haben. Das macht's Leben lebenswert. Mahlzeit. So, dann gibt es noch eine kleine Wegzehrung.
Nom, 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 nom. Haferflocken, Joghurt, Schokostreusel, ein bisschen, na, oder ein bisschen mehr Honig. Es gibt dann Kraft für unterwegs. Heute werde ich mal nicht kochen, aber keine Lust dazu, muss ich sagen. Jetzt war noch ein bisschen was dabei, dass ich mir was kocheln oder köcheln könnte. Aber ich möchte heute schon ein bisschen die Probe auch aufs Exempel machen, weil das Thema Ernährung beschäftigt mich immer noch. Wie ernähre ich mich auf einer 100-Kilometer Tour? Und zwar während einer 100-Kilometer Tour. Weil mit viel stehen bleiben und so ist da nicht. Also hier machen wir mal vielleicht an den Stationen immer ein bisschen Pausen. 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde vielleicht sowas. Aber hauptsächlich wird es wohl so laufen, dass man während am Gehen ja, essen muss. Und da habe ich vor, dass ich mir vielleicht auch mal ein, zwei so Schälchen Porridge mitnehme. Und ja, vielleicht auch zwei so Schälchen mit Nudelsalat. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut ist, um sich während der Tour mit Energie zu versorgen. Es geht ja ziemlicher Wind, Sonne scheint zwar, aber es ist schon zapfig. Also ich schätze mal 3 Grad vielleicht. Und ja, seit einer Stunde, eineinhalb Stunden bilden sich Schäfchenwolken. Von denen ich weiß, dass die innerhalb, naja, ich glaube so 48 Stunden, eine Schlechtwetterfront ankündigen können. Ich bin in der Nähe von Landersdorf und da hat man wohl auch ein Geschichtsdorf rekonstruiert und mitunter auch Grabhügel. Hier hat man wohl in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Nekropole entdeckt aus der späten Hallstatt bzw. frühen Latenzeit. Da bewegen wir uns jetzt halt ungefähr in einem Zeitraum von ca. 650 bis 400 vor Christus, also die Zeit der frühen Kelten. Echt eine schöne Rekonstruktion, also wenn es so weitergeht auf diesem Weg, dann komme ich halt nicht zu meinen 50 Kilometer. Die Grabhügel konnten auch Mehrfachbestattungen aufweisen, das heißt, man hatte so einen Grabhügel natürlich für eine Person gebaut und in den laufenden zig Jahren wurden dann natürlich die Gräber immer wieder mal geöffnet und Nachbestattungen eingebracht. Wenn man so einen Grabhügel aufmacht, kann man Steinsetzungen und eventuelle auch Randbepfostung sehen. Und im Inneren dann ebenfalls eine Steinsetzung bzw. Pfostensetzung, die dann das eigentliche Hauptgrab enthielt. Coole Rekonstruktion, gefällt mir.
Aber jetzt wird es Zeit, dass ich meinen ersten Kilometer schaffe. So einer Nekropole gehört natürlich auch dementsprechende Siedlung, wo die Leute gelebt haben und gestorben sind, um dann natürlich beerdigt werden zu können. Nekropole kommt übrigens aus dem Griechischen, das erkläre ich ganz kurz. Nekro heißt so viel wie Tod oder der Tote, das Tote. Und Poli, Polis, Stadt, also Nekropole, eigentlich Städte der Toten oder ja, Totenstadt. Wir haben schon gewusst, wo sie bauen. Eine unglaubliche Sicht hat man von hier aus. Ich habe nur ein Problem. Es gibt hier wohl tatsächlich 1, 2, 3 geschichtliche Wanderwege. So komme ich nie zu meinen 50 Kilometer heute. Eigentlich wollte ich heute einfach nur so aufs Geratewohl. Na, durch die Gegend hier streifen. Jetzt August, dass es eben diese rekonstruierten Grabhügel gibt. Und das Geschichtsdorf, das schauen wir uns auf alle Fälle an, aber es gibt hier anscheinend noch wesentlich mehr. Wenn ihr Lust habt auf so ein Video, es gibt hier Mittelalter, Vorgeschichte und eben Kelten. Ja gut, lasst mich wissen, ich würde gern wieder hierher fahren, weil da bin ich selber sehr neugierig. Aber heute, wie gesagt, bleibt beim Auftrag 40, 50 Kilometer. Obwohl schon verdammt schwerfällt, hier so achtlos drauf vorbeizugehen. Außerdem habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass ich hier in einer Gegend bin, die ich mich halt so wirklich, ja, nicht wirklich auskenne. Ich habe jetzt das Auto abgespeichert und möchte nebenher so eine kleine Orientierungstour draus bauen. Ich mache das öfters einmal. Und zwar geht es mir darum, ich gehe immer so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann versuche ich mit meinem Urinstinkt, mit dem Orientierungssinn, immer die ungefähre Richtung zu bestimmen, wo das Auto gerade steht. Es hilft, das Ganze ein bisschen zu lernen und diese Fähigkeit nicht einschlafen zu lassen. Und heute werde ich es auch brauchen, weil wegetechnisch habe ich mir nichts vorgebaut. Ich möchte einfach nur der Nase nach und schauen, was mich erwartet und wo es mich hin verschlägt. Das einzig Wichtige ist, dass mindestens 30, 35 Kilometer zusammenkommen. Mehr ist natürlich besser, soll ja auch eine Trainingstour werden. Da kriegt man einige Anfragen. We'll be right back.
Aussicht auf meine grobe Marschrichtung. Auf einen dieser zwei Hügel, den oder den da, möchte ich schauen, dass ich irgendwie reinkomme. Aber vorher haben wir beim Bäcker erst noch schnell was geholt. Richtig freundlich. Wie gesagt, ich muss mich versorgen. Und ich habe schon Angst gehabt, dass ich hier keine Bäckerei finde. Weil vor dem Ort gibt es zwei große Supermärkte, Supermarktketten. Naja, kaufe ich zwar auch, ganz klar, aber ich möchte es vermeiden. Da kann man die Bäckerei jetzt genau richtig. Ja, weiter geht's auf den Marsch. Ah, lecker. So, pünktlich auch zum Mittagessen. Ich weiß nicht, ob man die Uhr hört. Ich verlasse jetzt wieder Thalmessing. Habe jetzt gerade eine schöne Beschilderung gefunden. Bestimmter Wanderweg. Soll so 18 Kilometer um Thalmessing rumführen. Gut, den werde ich nicht komplett gehen, weil 18 Kilometer, hey, viel zu wenig. Aber ich werde mir jetzt ein Stück weit folgen. Dann kann ich mich einfach nur so aufs Gehen konzentrieren. Ohne, dass ich immer entscheiden muss, in welche Richtung das ich soll. Wow, Johann oder Johannes Denzler Linde. Ein eindrucksvoller Baum. So viel ist mir sicher. Oh Mann, ich sag's ja. Das ist eine schlechte Gegend für mich zum Wandern. Weil man alle da mal lang auf irgendwas trifft. Wow. Das zeige ich euch. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf, was das hier sein könnte. Ich hoffe, ich kann es mit der Kamera einigermaßen einfangen. Und nein, es sind keine Bachläufe oder sowas. Hier handelt es sich tausendprozentig um sogenannte Hohlwege. Nur so viel dazu. Dabei handelt es sich um alte, wirklich alte, also teilweise schon vorgeschichtliche, auf alle Fälle aber aus mittelalterlicher Zeit stammende, ja, Verkehrsverbindungen. Aber dazu möchte ich irgendwann noch mal ein eigenes Video machen. Aber ich finde sowas immer sehr, ja, eindrucksvoll.